Ja, meine Damen und Herren, mein Gast jetzt hier auf dem roten Sofa, ich freue mich sehr, Bernhard Simon, CEO von DAXA. Herr Simon, schön, dass Sie da sind. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht, wie man bei uns in Norddeutschland sagt, ordentlich was los hier auf der Messe. Sie haben sich so als Schwerpunktthema für dieses Jahr Innovation ja gesetzt. Warum ist das aus Ihrer Sicht so das wichtige Thema, was DAXA und die Branche im Moment umtreibt? Ja, Reimann, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier rübergekommen, um eben auch ein bisschen über die wirklich relevanten Innovationen zu sprechen. Wir haben vor allen Dingen die Innovation auch hier draufgesetzt, um nochmal den ganz klaren Punkt zu setzen. Bei Innovation geht es nicht um irgendwelche Headlines zu erzeugen, sondern Lösungen wirklich marktfähig zu machen, auch für den Markt zu erzeugen. Und dafür ist die Transportlogistik dieses Jahr ganz besonders gut geeignet. Was sind aus Ihrer Sicht so die wirklich wichtigen, die auch marktfähigen Innovationen? Weil Sie haben natürlich recht, Digitalisierung, Innovation, diese Stichworte, die fliegen hier überall herum, ne? Und man spricht unheimlich viel darüber, aber ich glaube, wir sind mittlerweile in so einer Phase, wo natürlich auch ein bisschen genauer hingeschaut wird. Was lohnt sich wirklich, wo sollte man auch wirklich rein investieren etc.? Was ist aus Ihrer Sicht so das, wo man sich engagieren sollte? Das Thema, in dem es eben immer wieder auch Schwachstellen in der Effizienz von Supply Chains gibt, ist Schnittstellenmanagement. Also das Thema klassisch der Datenübertragung auf unterschiedlichsten Technologien ist, würde ich sagen, insgesamt das Hauptthema. Ansonsten sind auch die ganzen Digitalisierungsmöglichkeiten, die ganzen Errungenschaften gar nicht so möglich. Da geht es vor allen Dingen auch darum, neue Plattformen auch für den Informationsaustausch zu schaffen, was wir gerade jetzt auch wieder neu auf den Markt gebracht haben. Kunden sehr viel leichter eben auch mit neueren Technologien in diesen ganzen Interkonnektivitätsthemen anzubinden, dass man auf diese Art und Weise auch Marktteilnehmer an diese Datenanbindung dranbringt, die ansonsten mit der unmittelbaren Supply Chain eben nicht direkt zu tun haben, um dann auch wesentlich intensiver steuern zu können. Neues in dieser Thematik auch wieder Blockchain etwas mehr in aller Munde, gerade wenn es um diese überseeischen Themen eben auch geht, wo noch viel mehr Teilnehmer an dieser ganzen Supply Chain dabei sind. Und dann die Frage natürlich, wie gehe ich mit diesen ganzen Daten eben mit um? Also dieses ganze Thema Datenmanagement, Datensicherheit ist für mich das herausragendste in der ganzen Supply Chain Steuerung. Glauben Sie an die Blockchain? Ich meine, das Thema wurde ja vor einigen Monaten ordentlich gehypt und jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, okay, jetzt wird da auch mal ein bisschen Luft rausgenommen, es wird auch mal ein bisschen genauer hingeschaut. Wie blicken Sie auf dieses Thema, auf diese Technologie? Also ich bin froh, dass dieser ganze Hype vorbei ist und sich wieder Experten damit beschäftigen können. Und es geht eben nicht um La Polarwillen, dass man eben einfach eine solche Technologie als solches irgendwie toll findet. Wir suchen im Moment alle zusammen in der Branche, glaube ich, nach den richtigen Anwendungsmöglichkeiten. Und dann die Frage, was nutzt sie denn wirklich? Da gibt es viele, viele Analysen von möglichen Anwendungen und dann die Frage, wenn wir eben an bereits vorhandenen Technologien ein paar Schräubchen drehen, sind wir da nicht viel leichter dabei? Was kann man eben dabei durchaus gewinnen? Also das muss man ständig eben mit abwägen und dabei wird eben dann auch die Erkenntnis geschärft, was kann dann Blockchain wirklich genau bringen? Und da gibt es dann schon einige Anwendungen, bei der man sich zukünftig vorstellen kann, macht vielleicht eben mit Sinn. Nur die Blockchain allein wird es mit Sicherheit nicht richten, sondern im Verbund von verschiedenen anderen Datenaustauschsystemen, die entsprechende Sicherheit eben auch versprechen. Nun sind viele Innovationen irgendwie digitaler Natur, aber es gibt ja auch Innovationen, die analog noch sind. Deswegen mal eine Frage an Sie. Haben Sie schon mal ein Exoskelett eigentlich getragen? Das würde mich mal interessieren. Ich persönlich habe keines getragen, aber wir hatten schon Exoskelett im Einsatz, weil es natürlich immer wieder vorkommt, dass Packstücke sich eben nicht nur auf 10, 15 Kilogramm begrenzen lassen. Das bringt eben einfach der logistische Prozess mit sich.
Und dann haben wir natürlich auch das Thema, wie gehen wir mit Mitarbeitergesundheit um. Das Thema der zunehmenden Durchschnittsalter eben auch, gerade auch im operativen Bereich, das ist eben einfach ein Faktum, mit dem muss man eben auch rechnen. Und hier sehen wir durchaus interessante Anwendungsmöglichkeiten. Wir brauchen dabei auch nicht immer, wie Sie es schon sagen, alles digitalisiert machen, und wir brauchen auch da nicht unbedingt einen Roboter anzuschnallen, der uns dann die Bewegungen nochmal so ein bisschen weist. Wir haben zum Beispiel Tests einfach mit rein mechanischem Exoskelett gemacht. Da gab es die eine oder andere interessante Anwendung, aber insgesamt ist der Durchbruch da noch nicht in den Einsatzmöglichkeiten genereller Natur bei uns, sage ich, da forschen wir noch mal ein bisschen weiter. Forschung ist ein gutes Stichwort. Sie haben, glaube ich, eine Kooperation mit dem Enterprise Lab am Fraunhofer IML, weil das ist ja auch die große Frage. Das eine ist ja überhaupt erstmal die neuen Technologien, Innovationen zu identifizieren, aber auf der anderen Seite sie dann ja auch im Unternehmen zu implementieren. Wie gehen Sie da bei DAXA vor? Gibt es da ein eigenes Programm für? Ist das schon in der DNA des Unternehmens so drin oder wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben vor 4 Jahren ein großes Strategieentwicklungsprogramm aufgelegt. Das heißt Idea2Net. Das Unternehmen auch wieder dynamisieren, agiler zu machen, groß wie es eben einfach auch ist. Die ganz tollen Ideen, die Mitarbeiter eben auch jeden Tag eben wieder so entwickeln, uns insgesamt im Netz besser zu machen. Wie kann man in unseren menschlichen Netzwerken auch noch besser so zusammenarbeiten? Aber wenn man eben ein so großes Unternehmen ist, diese Ideen müssen ihre Wege finden und dafür müssen bestimmte Strukturen geschaffen werden. Das haben wir getan. Wir haben dann dabei allerdings schon auch gesehen, es gibt einfach gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die in technologische Grenzen hineingehen. Die sind nicht unsere Kernkompetenzen. Da gibt es andere, die das eben besser können. Und deswegen eben die Zusammenarbeit eben mit dem Fraunhofer-Institut. Aber wir haben umgekehrt gesagt, wir wollen nicht, dass das Pendel jetzt in die andere Richtung ausschlägt. Wir geben jetzt nicht einfach irgendwie Forschungsaufträge nach draußen und sagen, wir haben jetzt wieder mal ein tolles Innovationsspektrum hier vorliegen. Das heißt dann noch lange nicht, dass da draußen ein marktfähiges Produkt wird. Alles, was dort entwickelt wird, hat auch immer etwas mit der Netzfähigkeit eben zu tun. Und so haben wir interne Teams und Teams vom Fraunhofer Institut zusammengespannt. Die einen bringen wirklich die rein technologische, wissenschaftliche Hintergründe mit und die anderen bringen die Erfahrung mit, was brauchen eigentlich die Märkte, was brauchen die Kunden. Und sie können dann immer simultan miteinander entwickeln und direkt auch in eine unserer Niederlassungen gehen und dort testen. Das hat sich auch wirklich richtig bewährt. Bevor dann diese gemischten Teams zum Arbeiten anfangen, dass sie sich genau mal diesen theoretisch gut strukturierten, abstrakt formulierten Fall in der Praxis nochmal angeguckt haben und dann entwickeln und dann schauen, was man damit tut. Sodass das auch wirklich den operativen Leuten auch eine Freude gibt. Wir werden dort gehört und wir sind damit eingebunden. Operative Leute, operatives Geschäft. Wenn wir mal nicht ganz so weit nach vorne schauen, was ist so Ihre Erwartung jetzt für das laufende Jahr? Ich meine, wir haben viele verunsichernde Signale im Moment in der Welt, Handelsstreitigkeiten, möglicherweise der Brexit, wie er dann aussieht, wann er kommt etc., weiß im Moment niemand. Wie sind so Ihre Erwartungen für das Logistikjahr 2019? Sie kennen mich als ein Mensch, der nie in ganz großen Hypes redet oder die großen Schlagzeilen dabei redet. Wir haben die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre auch einfach nüchtern betrachtet und tun es auch weiter. Überall dort, wo es Schwierigkeiten gibt, gibt es natürlich auch gute Chancen und nicht überall auf der ganzen Welt läuft alles schlecht. Wir tun gut daran, uns mit großer Flexibilität auf alle möglichen Eventualitäten eben vorzubereiten, dass wir auf alle Dinge, die eben da passieren können, auch gerüstet sind. Wir haben uns lange Zeit eben auch mit dem Brexit beschäftigt. Wir haben für jede dieser Szenarien eben auch Antworten, die da eben so kommen mögen. Wir sind ganz bestimmt kein Freund von dem Brexit und der Welt der Logistik.
noch große Probleme zufügen. Aber nach 2-3 Jahren werden sich Dinge eben da auch wieder normalisiert haben. Schade um eben dieses weitere Mitglied in der Europäischen Union, nahtlos Logistiksysteme zu bringen, wie wir das eben im Moment tun mit diesen Stückgutverkehren, als ob es den Ärmelkanal eben nicht geben würde. Es gibt leider Gottes natürlich Verwerfungen, was die Handelskriege anbelangt. Das sehen wir vor allen Dingen auch in der Automobilbranche. Da hat sich schon eine Bremsspur abgezeichnet. Die kann man nicht mehr leugnen. Da bin ich gespannt, wie das die nächsten Quartale eben weitergehen wird. Es gibt allerdings andere Branchen, die haben nach wie vor ihre Wachstumsraten. Und ich sehe nach wie vor die internationalen grenzüberschreitenden Märkte innerhalb von Europa, die nach wie vor in unserem Unternehmen die Triebfeder für das weitere Wachstum sind. Insgesamt sehe ich mit recht gutem Blick für das Jahr 2019 auf ein ganz passables Ergebnis, was wir da machen werden. Ja, ich glaube, das ist gut. Schönes Schlusswort, ein bisschen mit Optimismus an die Sache ranzugehen und auch uns, glaube ich, zu vergegenwärtigen, was Europa uns allen doch letztendlich auch bringt. Herr Simon, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind und ich wünsche Ihnen noch eine ganz tolle und erfolgreiche Transportlogistik. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Reimann. Alles Gute Ihnen auch. Danke.